Vyasasana ist die Stellung von Vyasa. Vyasa ist der große Sammler der Veden, der große Erzähler im alten Indien, derjenige, der die Purana seinem Sohn Shuka gelehrt hat, derjenige, der Mahabharata geschrieben haben soll, und Vyasa soll auch das Brahma Sutra geschrieben haben. Vyasa ist nicht nur der Erzähler des Mahabharata, er spielt auch im Mahabharata immer wieder eine entscheidende Rolle. Und so ist es kein Wunder, dass auch ein Asana nach Vyasa benannt wird. Vyasasana wird in einigen klassischen Texten erwähnt. Garote in seinem Encyclopedia of Traditional Asanas beschreibt es wie folgt. Setze die linke Ferse unter das rechte Gesäß, also die rechte Gesäßhälfte. Dann beuge das rechte Knie und bringe den rechten Fuß an die Innenseite des linken Knies. Gib die Hände auf jedes Knie, Handrücken auf dem Knie, die Handflächen oben und die Finger ausgestreckt. Und dann schaue auf die Nasenspitze. Das ist Vyasasana Nummer 1. Vyasasana Nummer 2. Setze dich hin und halte das linke Knie und das rechte Knie gebeugt. Gebe den linken Fuß zwischen Unterschenkel und Oberschenkel des rechten Beines. Lasse dabei die linke Ferse hochzeigen nach oben. Dann halte das rechte Knie gebeugt und bringe den rechten Fuß zwischen Unterschenkel und Oberschenkel bzw. lege den Fuß über das linke Schienbein. Gib die Hände auf die Knie, die Handflächen nach oben. Das ist Vyasasana Nummer 2. Danke fürs Zuschauen. Raffaela Durgadas hinter der Kamera und Sukade von www.yoga-vidya.de wünschen dir viel Freude beim Yoga.